Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Wir sind nach wie vor am Kupfer einschmelzen und am Holzkohle herstellen und so weiter und so fort. Was wir jetzt einmal machen werden, wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal Kupfer holen gehen. Denn, ja, ich will mir erstmal Materialien zusammenbasteln. Wir müssen aber erstmal unsere Spitzhacke reparieren. Und ich glaube, wir werden uns noch eine zweite bauen. Nee, wir heben es uns mal auf. Wir reparieren mal das ganze Zeug hier durch. Ein paar Pfeile haben wir dabei. Für einen Riesen könnte es reichen auf jeden Fall. Wir packen mal noch Kupfer weg hier. Haben mittlerweile Bronze hergestellt dadurch. So, werden jetzt nochmal Holzkohle nachlegen. Gehen jetzt dann aber gleich nochmal los und holen nochmal Kupfer und eine ordentliche Menge. So, einmal hier rein. Beziehungsweise hier kommen auch nochmal zwei. So, Holz bauen wir dann auch noch. Und wir ziehen jetzt erstmal wieder los in Richtung unserer Kupfermine hier vorne. Die wir schon markiert haben. Und dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt da noch mitnehmen können. Und ja, sowieso gerade Tag, da ist man gerne unterwegs. Schönes Wetter auch ausnahmsweise mal. Und es gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und dann, wenn wir die Bronzeausrüstung haben, werden wir uns mal in Richtung unseres Freundes der Uralte begeben. Und dann den herausfordern. Und dann gucken wir mal, wie weit wir dann das Ganze überhaupt noch spielen. Ich würde tatsächlich gerne eigentlich neu anfangen wollen. Aufgrund dessen, guck mal, ein Wildschwein nehmen wir mit. Aufgrund dessen, dass ich einfach mal, ich würde gerne anders, also wirklich komplett anders da bauen. Aber müssen wir mal gucken. So, Himbeere können wir gleich mal eine essen. So, wir müssen Richtung Kupfermine, das ist hier vorne. Also ich würde viel großzügiger unter anderem, oh guck mal, da stehen drei. Bin ich schon gespottet? Nee. Ich würde komplett anders da bauen. Ich würde mir ein großes Gebiet abstecken. Ich würde tatsächlich auch mal mit Mauern bauen wollen, allen drum und dran. Vor allem würde ich erstmal alles einebnen, was in der Nähe wäre an Gebiet, damit wir auf einem Niveau sind, also auf einer Höhe sind und da dann unser Häuschen draufstellen. Vor allem das Häuschen von Anfang an viel größer planen. Ich habe viel zu klein geplant. Auch ich würde es eher 4 auf 4 bauen beispielsweise oder 4er Breite bauen statt eine 3er Breite, weil es sich einfach dann besser baut. So, hier müsste irgendwo mein Kupfer sein. Genau, hier ist Kupfer. Unter anderem, da waren wir glaube ich schon. Und dann bauen wir jetzt erstmal hier wieder das ganze Kupfer ab. Gucken wir mal, ob wir wieder Besuch von den Grau-Zwergen oder von den Grau-Lingen bekommen, je nachdem. Aber jetzt erst einmal Kupfer, Kupfer, Kupfer. So, wir bauen tatsächlich alles ab, was wir hier haben. So, Kupfererz haben wir schon mal wieder das erste. Ah, man braucht tatsächlich recht viel. So, zwei haben wir, okay. Wir haben auch wieder bekommen. Boah, wie viel hält denn das aus hier? Ah, viel Ausdauer, die wir brauchen. Boah. Das dauert eine Weile. So, nächstes Kupfererz. Was mich nach wie vor am meisten tatsächlich stört, ist dieses ab und zu dieses, immer mal wieder dieses Hundegebell. Aus verschiedensten Richtungen halt auch. Ich hoffe, das nimmst du irgendwann auch raus. Ach, guck mal hier. Ja, die kommen immer an, wenn ich hier abbaue. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich durch den Krach könnten sie angezogen werden. Gibt ja auch sowas wie Schleichen dementsprechend. Wird wahrscheinlich auf den Krach, den ich hier veranstalte, werden sie höchstwahrscheinlich hier immer wieder angezogen. So, das war jetzt nur Stein. Hier ist nochmal Kupfer drin. Sehr schön. Das ist nur Stein. So, hier haben wir nochmal Kupfer. So, 5. Das Zeug wiegt eine ganze Menge. Und ich würde gerne mal so ein Portal dann bauen. Allerdings dazu brauchen wir Edelholz. Also wir müssen erstmal gucken, dass wir... Ich glaube, das Erste, was wir aber tatsächlich bauen, ist auch eine neue Axt. Mit dem wir dann Edelholz abbauen können. Sollten wir zumindest abbauen können damit, denke ich mal. So, Kupfer vorkommen. Immer drauf. Und ist noch eine Nixe. Bin mal gespannt. Cool wäre es tatsächlich, wenn es irgendeine Transportmöglichkeit... Klar, es gibt jetzt die Portaltore... Cool wäre, wenn es allerdings eine andere Transportmöglichkeit noch geben würde. Irgendwas, wo man schneller unterwegs ist, wie jetzt mit Sprinten. Denn durch das Sprinten, das kostet schon eine Menge. Also, wir brauchen halt schon ordentlich Zeit. Vor allem, wenn wir jetzt hoch bis zum Uralten laufen müssen. Ja, holla. Das würde eine Weile dauern auf jeden Fall. Das ist ein größerer Ausflug. So, bald ist meine Hacke schon wieder hin. Ach, guck mal hier. Aber, ja, 12 immerhin schon. Ich glaube, diesmal, letztes Mal hatten wir nur 10 abgebaut bekommen. Ist unterschiedlich, wie viel da rauskommt.
So, das war jetzt, glaube ich, ja, das war sogar nur Stein gerade. Zwei Kupfer, sehr schön. Sind schräg abgebaut. Kommen wir da hoch? Nee. Müssen wir von oben abbauen. Wenn wir da ran wollen. Cool wäre natürlich auch... Ich weiß nicht, ob man mit Bronze dann hier dementsprechend besser abbauen könnte. Wir können es zwar abbauen, aber es ist schon recht langwierig, das Ganze. So, Kupfervorkommen. Bauen wir hier weiter ab. So, gleich ist unsere Spitzhacke eh wieder hin. Dann können wir gleich wieder zurücklaufen. Gewichttechnisch, ja, so sieht es aber auch, also 15 ungefähr. Also das wiegt echt eine Menge. Okay, wir könnten noch Steine rausschmeißen, aber werden wir auch noch brauchen. Nur Stein. Ah, ne, Kupfer auch eins dabei. So, einmal könnten wir wahrscheinlich noch schaffen abzubauen. Danach wird unsere Spitzhacke hin. Okay, das war's. Dann können wir wieder zurück. Gleich schon mal ausrüsten. Wir wahrscheinlich in irgendwas reinrennen. Hirsch. Und dann vielleicht nochmal losziehen und nochmal Kupfer abbauen. Mal gucken, ob es reicht. Könnte auch sein, dass es reicht. Ah, guck mal, noch ein Wildschwein. One hit. Howling. Oh, hab ich mal getroffen. So, Lederfetzen nehmen wir mit. Brauchen wir im Moment tatsächlich nicht mehr. Also jetzt ist tatsächlich eigentlich nur noch der Abbau von Edelmetallen. Das, was wir benötigen. Da ist noch die Nixe. Alles mittlerweile One-Hit. Bin mal gespannt, wenn wir jetzt dann das Schwert haben, wie es da dann aussieht. Ich würde mir auf jeden Fall, sobald wir eine Rüstung... Also ich würde eine Bronze rüsten... Also ich würde mich jetzt einmal komplett mit Bronze ausrüsten wollen. Und dann können wir uns, glaube ich, auch nochmal mit der Trollhöhle beschäftigen. Und da dementsprechend... Ich glaube, den Troll können wir danach töten. Also gerade wenn wir noch jetzt noch richtig krasse Rüstung haben, weil das Rüstungsupgrade ist halt wirklich krass. Im Gegensatz zu Leder, das wir da bekommen. Plus die Waffen. Das wird, glaube ich, was. Yoshi, hallöchen. Das Leben, wir haben eh keine Ausdauer. Bald eigentlich mal wieder ein Sprinten-Level kriegen. So, Tag sinnvoll genutzt. Das ist nur ein Stein, sah gerade aus wie ein Wildschwein. Oh. Ja, holla. So, Inventar voll. Beziehungsweise überladen. So. Kohle, Kohle, Kohle. Wir werden gleich nochmal Steine abbauen müssen. So, 20 ist voll. So, wir haben hier Steine, wir haben hier Kupfer drin, wir haben hier nochmal 5 zusätzliches Kupfererz, wir haben hier nochmal Holz drin. Einmal nachproduzieren werden wir eh brauchen. So. Jetzt sind wir überladen, oder? Ja, 330. Ihr tragt zu viel. So, und dann bauen wir jetzt nochmal Bronze zusammen. Werden wir allerdings Kupfermesser. Ah, hier haben wir das Zeug drin. Hier haben wir es drin, genau. So, das hier sind überladen. Bronze 5-mal herstellen. 10 Kupferbahnen kostet mich das halt. Das ist echt eine... Holla, die Waldfee. Das ist eine Menge. So, Bronze haben wir. Dann brauchen wir Hirschbronze, Beinschutz, Bronze, Rüstung. Bronze, Pfeile, Bronze... Adkir. Eine Art Lanze, wahrscheinlich. So. Okay, damit sind wir hier auch wieder überladen. Okay, können nichts mehr aufheben. Du kannst keine Gegenstände... ja, alles verarbeitet. Beladen, Kälte. Was sind wir langsam? Das Schild und so weiter hat er auch alles... Also alles, was wir halt mit uns rumschreiben, hat natürlich auch logischerweise Gewicht.
Ach wie? Unsere Ausdauer ist weg, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja. Müssen wir es so machen. So, ich würde gerne Kupfer, Bronze, Bronze. Moment, wir legen mal die Bronze hier schon mal rein. Kupfer nochmal raus. Stellen da auch nochmal Bronze gleich mal her. Bronze herstellen. Zwei Stück können wir nochmal herstellen. Das sollte für ein bisschen was zumindest reichen. So, hier mal Steine. Wo sind die Steine hingedroppt? Oh, oh. Weg? Nee. Doch. Boah. Ich glaube, meine Steine haben sich gerade durch den Boden gebackt, oder? Oh ja, ich glaube. Ich glaube, die Steine sind leider weg, die wir gerade gedroppt haben. Schade. Okay, hier haben wir nichts mehr zum Nachlegen. Doch, die 5 hier. So. Mal auch nochmal nachheizen. Hier auch nochmal nachheizen. So. Reparieren können wir auch gleich. So, nochmal zweimal Bronze nochmal herstellen. Zinn brauchen wir Gott sei Dank nicht so viel. So, wir brauchen Bronze, Axt, Lederreste und Holz. Okay, wir werden gleich nochmal losziehen müssen und Holz organisieren müssen. So, das hier raus. Die hier raus. Holz brauchen wir jetzt nochmal. Wir haben noch groß Fleisch. Hier haben wir noch das. Federn, okay. Rest haben wir eigentlich alles. Ach, guck mal. Ah, hier sind die Steine hingedroppt. Steine können hier raus. So. Ach komm, wir nehmen auch mal Honig schnell noch mit. Aufgrund dessen, dass das auch einen Ausdauerboost gibt. So, Bäumchen fällen. Und dann müssen wir nämlich auch Birke fällen können. Das könnte wahrscheinlich... Birke könnte Edelholz vielleicht geben. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, welche Bäume wir dann brauchen. Für Edelhölzer. Aber wir fällen jetzt eher erstmal ein Bäumchen. Pfeile haben wir noch, Augen haben wir auch. Okay. Oha. Ich erschlagen lassen. Ah, cool. Kombinationsschlag. Ich wollte sagen, hier ist doch schon wieder einer. Hauzwerg. Ciao. Ist nur einer, oder? So, einmal. Ah, ne. Da ist ein zweiter. Noch mehr. Und zack. Mittlerweile auch nur noch eine Kombination für den Krautzwerg. Wie oft wir da am Anfang drauf rumgehackt haben. War auch ein bisschen öfters. Komm, wir brauchen das auch hin. So, Baumstamm haben wir auch gleich noch mitgefällt. So. Haben 37 Holz. Joa. Den hier fällen wir noch. Dann haben wir es, glaube ich, erstmal wieder. Bingo Bongo. Können wir erstmal basteln. So, Holzkohle können wir auch noch schnell mal auffüllen. Auch nochmal nach. Okay, hier ist voll. Vier Stück können wir noch. Vier Stück kriegen wir noch raus. Das sind nochmal zwei Bronze, die wir rauskriegen. Wir haben jetzt hier fünf Kupfer. Packen wir erstmal hier rein. So. Wir haben jetzt 12-mal Bronze. Wir brauchen jetzt noch Leder und Hirschleder. Haben wir eigentlich alles. So, normales Leder, Hirschleder. So, Bronzeaxt. Neuer Gegenstand, Bronzeaxt. Hat uns jetzt 8 Bronze, 8 Bronze gekostet, holla. Okay. Bronze, 5-mal Bronze, das hier. Bronze, Bronze, Bronze Helm, Kupfermesser, Bronze Streitkolben. Bronze Speer, Bronze Schwert kostet uns auch 8. Buack. Okay. Muss mal gucken, ob wir noch 8-mal überhaupt hinkriegen. Könnte schwer werden tatsächlich.
So, Bronze herstellen. Das sind nochmal 2. 6. Ja. 6 und 2 mal noch. Ja, passt ganz genau. 8 Stück kriegen wir sogar noch hin. Das Schwert können wir uns herstellen. Allerdings nichts anderes mehr. Boah, das. Ja, holla. Das kostet uns echt richtig Material hier. So, 2 Stück können noch raus. Einer kann noch raus. Warte mal kurz. So, es sind nochmal 2 Stück. Kommen wir genau auf 8 tatsächlich. Also fürs Schwert reicht es ganz genau. Aber wir sind überladen. Was? Der Wald bewegt sich? Wow! Was ist denn jetzt kaputt? Oha! WTF? Wo kommen die alle her? Wir werden angegriffen. Der Wald bewegt sich. Ja, das merke ich. Hä, wie viele sind das? Willst du mich verarschen? Vor allem, wieso halten die so viel aus? Es werden immer mehr. Hey? Wo kommen die alle her? Hier wieder einer weg. Hier wieder einer weg. Berserker. Wo kommen die alle her? Ist das ein Event oder sowas? Alter. Die Sau heilt sich hoch. Wir bräuchten ein Erdbeerchen, ein Himbeerchen. Oder irgendwas in der Richtung. Da ist ein Schamane dabei, der heilt die Arschgeigen hoch. Das waren 2. Der war nicht schlecht. Okay, die gehen wieder. Alter, was ist das für ein Angriff? Kein Wunder, dass man Mauern braucht. Ah, der Garab ist da. Was war das denn? Ich meine, wir haben es überlebt. Alter, wir haben es überlebt, aber... What? Was war das denn für eine fiese Nummer? Von Zeit zu Zeit wird dein Lager das Ziel herumstreuender Monster. Da dir in diesen Fällen starke Waffen nicht den Sieg garantieren, solltest du in Erwägung ziehen, eine starke Verteidigung zu errichten, die mächtig genug ist, um alle Eindringer in die Flucht zu schlagen. Ja, danke für die Information. WTF. Die Schamanen waren die Beschissenen, die haben die ja wieder hochgehalten. Oh, wir haben ordentlich gekillt. Also mit einer besseren, da hätte ich jetzt schon Bronzewaffen, hätte ich alle platt gemacht, glaube ich. Alter. Ey, es war ein bisschen viel gerade. Bronze-Axt können wir... Oh, können wir... Na, könnten wir bald upgraden vielleicht. Achso, wir brauchen eh noch mehr... wir brauchen definitiv noch mehr Bronze. What? Pff, Alter. War ein bisschen übertrieben gerade. Boah, okay. Bronze, Kupfer. Haben wir jetzt Platz? Ja, naja, nicht wirklich. Wir müssen noch Zeug weglegen. Holz, das hier, so Buch. World Safe, glaube ich. Alter Verwalter. Aber auch richtig viel gerade. Und wir haben ordentlich gekillt. So, ist hier leer? Ne, neu. Ah, okay, der hört dann. Ah, okay, das ist cool. Der hört dann automatisch auf, wenn nichts mehr zum Verbrennen da ist. Das heißt, man kann ihn hier vollpacken und er hört dann automatisch auf und die restlichen Kohle kann man hier tatsächlich dann reinlegen.
So, der hört dann auch auf. Boah, okay. Ja, gut. Also, es ist tatsächlich sinnvoll, sich eine Verteidigung zu basteln. Das hätte mir mal vorher anders sagen müssen, dass sowas passieren kann. Ich habe damit echt nicht gerechnet. Bronzeschwert. Die Frage, wollen wir uns das Schwert herstellen? Schlitzen 35, Blocken 10. Unsere Keule macht halt im Moment Hauen 24. Ja, das macht halt macht echt nochmal ordentlich mehr Schaden, das Teil. Oder wir sagen, wir stellen uns erstmal noch eine Verbesserung her für die Schmiede. Mit Bronze 2 Holz. Ein Amboss. Und können das Zeug upgraden. Ich glaube, nee, wir gehen erstmal. Wir hauen uns erstmal das Schwert hin. Bronze Schwert. So. Schwert schlägt Knüppel. Axt schlägt das hier. Bedeutet, Knüppel weg, das hier weg. Reparieren, reparieren, reparieren. So. Dann haben wir, wir brauchen Kupfer wieder. Wir brauchen aber auch Zinn jetzt dann langsam wieder. Holz haben wir. Können wir schon was upgraden? Vier Bronze. Nee, können wir nicht. Aber danach können wir. Okay, wir müssen noch mal Materialien suchen gehen. So, können wir jetzt mit der 4, wir haben jetzt die Bronze-Axt, können wir jetzt Birke abbauen? Zum Beispiel. Birke. Jo, kommt aus der Birke Edelholz? Harz haben wir gerade bekommen. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Edelholz, richtig. Birke. Huch. Aus Birke kommt Edelholz. Das heißt, wir können da ordentlich upgraden. So, können auch mal das ganze Zeug hier einsammeln, was wir jetzt durch das Töten der Monster bekommen haben. Ist ja auch einiges. Berserker habe ich leider nicht umgebracht bekommen. Schade. Bisschen zu schlecht gezielt. Oh, Alter. Auf voll zerrissen. Schwert muss man halt wahrscheinlich erst skillen, könnte ich mir vorstellen. Das wird halt ein anderer Skill sein. Gott, der Arme. Ja, Schwertfähigkeit 1. Schwert muss man erst neu skillen. Ja, holla. Das wird was. Ist aber auch ein niedliches kleines Schwertchen. Guti. So, wir haben Holz. Holz, Holz, Edelholz. Mit rein Edelholz können wir nichts anfangen, oder? Bronze 3, Kupfer. Bronze 2, Edelholz und Kupfer 10. Bauen können wir mit Edelholz, können wir das hier tatsächlich bauen. Hölzerner Drachen, irgendwas. Boah, cool. Ist ja richtig groß. Ja, hier hätten wir einen Hocker, einen Stuhl, einen Bank, Tisch, Wandleuchter. Mit Kupfer. Das ist ein Bettvorleger. Edelholz und Sörtlingkernen könnten wir ein Portal bauen. Schrein auch mit Sörtling. Wir haben noch 10 Sörtlingkerne. Also daran würde es zumindest nicht scheitern. Okay, wir bauen da nochmal 92. Das müsste eigentlich passen. Kein Holz. Das sollte passen. Legen die Steine mal noch ab. Das hier noch ab und das hier noch ab und das hier noch ab. Okay. Honig können wir nochmal einsammeln. Der wiegt jetzt auch nicht so viel. So, Honig nochmal. Fleisch haben wir noch. So, dann gehen wir nochmal Kupfer abbauen. Mit der Kupferaxt können wir aber keine Felsen abbauen, oder? Wir werden die Spitzhacke. Also, wir bräuchten eine Kupferspitzhacke aus. Was haben wir noch nicht? Schade. Ich glaube, wir müssen das hier mit der Spitzhacke erstmal vorlieb nehmen, die wir haben. Okay, wir brauchen jetzt Kupfer. Wir brauchen allerdings dann auch noch Zinn. Also wir werden tatsächlich... Pff, das ist schon langwierig. Also eher in der Nähe nochmal von einem Vorkommen zu irgendwie ab... Ja, wobei da eine Schmiede hinzustellen, ja, kostet Sörtlingkerne. Das ist das Problem. Ja, aber eine ordentliche Aufgabe hier. Du läufst halt echt ein gutes Stück, um ans Kupfer ranzukommen. Boah, das ist halt... Ja, viel Gerenne. Also wäre cool, wenn man irgendwie... Keine Ahnung...
Oder man könnte mehr tragen. Bin dann mit 300 auch überlastet. Das heißt, es ist halt dann, irgendwann ist halt Ende leider. Ortswerk? Ah ja. Oh, über ein. Einer mit Sternchen. Hat dann wirklich eine Chance. Ja. Also wenn wir Schwerter noch ein bisschen geskillt haben, sind die easy going eigentlich jetzt mittlerweile. Selbst mit Stern war das jetzt nicht eine schwere Aufgabe. Sind doch noch mehr, oder? Da. Ja, zwei Schläge. Schwertfähigkeit 6. Oh, die Fähigkeit geht auch schnell hoch. Liegt, glaube ich, auch daran, wir kriegen höchstwahrscheinlich, je schwerer der Gegner ist, desto mehr werden wir wahrscheinlich auch an Skillpunkten kriegen. Und desto schneller geht's. Was ist denn mein Vorkommen da hinten? Mittlerweile haben wir dem Fels hier ordentlich zugesetzt. Da ist er. So, können wir mit der Axt? Nee. Schade, geht tatsächlich nur damit. Blockt. Ja, das Schild macht schon Sinn. Ich finde es ein bisschen doof, dass man es selber ausrüsten muss. Also ich muss halt 2 und 3 drücken. Cool wäre, wenn das sagt, ich nehme es automatisch in die Hand. Würde zumindest einiges vereinfachen. Weiß ja nicht. Ich kann höchstens mal in die Option gucken. Vielleicht gibt es die Option, dass man es einstellen kann, dass er automatisch Schild in die Hand nimmt. Bei manchen Games ist das tatsächlich so, dass man sowas dann einstellen kann. Wäre nicht schlecht. Immerhin, hier gibt es genug Kupfer. Zinn werden wir dann auch nochmal abbauen müssen. Zinn finden wir dann am Wasser. Das ist nur normales Holz, ja. Immer drauf. So, einmal hochessen. Mehr Ausdauer ist immer gut. Ah, guck mal hier. Oh, jetzt ging's los. 4 Kupfer. Ja, aber wenn ich 8 Bronzebahnen brauche, sind das halt 16 Kupferbarren. Ich kann 10 oder 12, sagen wir 15 maximal mit mir rumschleppen. Das heißt, du musst echt zweimal laufen nur fürs Kupfer. Dann brauchst du noch Zinn dazu. Materialkosten sind schon enorm. Immerhin haben wir im Moment Ausdauer. Dank des Honigs geht ja auch recht schnell hoch. So. 6. Spitzhacke 23, sehr schön. Ich glaube, so können wir uns tatsächlich. Bronze Schild wäre natürlich auch noch cool. Damit blockst du halt auch, glaube ich, nochmal ordentliche Menge. Also auf jeden Fall mit dem Troll können wir uns dann anlegen. Ich würde gerne noch die Rüstung bauen. Ich glaube, die hilft halt da auch tatsächlich. Wenn wir mal getroffen werden, ich versuche zwar Treffer eigentlich komplett zu vermeiden, aber ganz vermeiden kannst du es eigentlich nicht. Gerade bei so einem Angriff oder sowas. So, 7 erst. Na. Geh kaputt. Also. 10. Ja, 245. Bisschen was geht noch. Unsere Spitzhacke ist eh gleich wieder hin. Also, werden wir jetzt, glaube ich, gleich noch eine zweite Spitzhacke bauen. Aber wir sind eh halt eigentlich überladen. Wenn die Spitzhacke kaputt ist, sind wir eigentlich dann eh überladen. Ich könnte noch die Steine rausschmeißen, ja, aber das Nonplus Ultra ist es nicht. Ja, den werden wir nicht mehr schaffen. Ja, das kostet zu viel. So, dann hey ho, let's go. Natürlich Sprinten-Level
durch das Hin- und Herrennen steigern wir auch ordentlich. So, als nächstes brauchen wir dann Zinn. Ja, Sprint 27. Also mit Honig ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das stellt extrem gut Ausdauer wieder her. Hält aber halt nicht lange. Aber wir haben noch einiges an Honig. Ein paar Bärchen brauchen wir noch. Steine auf den Weg mitnehmen. Na! Hoch da. Ja, das mit dem Angriff ist jetzt die Frage. Klar, ich könnte jetzt draußen, also wir können ja Verteidigungsanlagen bauen. Beziehungsweise zumindest einen Zaun bauen. Wo ich mich dann auch irgendwie draufstellen könnte und auf die schießen könnte. Gerade weil ich eigentlich ganz gut mit dem Bogen bin, funktioniert das an und für sich ganz gut. Aber ich habe jetzt keinen Bock, meine ganze Basis zu umzäunen. Das dauert halt auch, das dauert 2-3 Folgen Minimum, glaube ich. Wenn ich jetzt anfange, die Basis zu umzäunen. Und ich glaube, wir können auch mit Wegrennen, kommen wir eigentlich auch ganz gut klar. So, gleich nochmal herstellen. So, 16. So, 10. So, dann legen wir den Rest schnell ab. Und zwar das hier. Die Trophäe kommt hier raus. Der Honig kommt hier hin. Das Holz kommt hier hin. Da haben wir das drin. Die Trophäen haben wir hier hinten drin. Dann haben wir noch Steine. Die können mit hier vorne rein. 50. So, dann reparieren und dann bauen wir einmal Zinn ab. Zinnabbau ist ja eigentlich auch an der Stelle. Ja, es ist tatsächlich, es ist langwierig, aber die Rüstung ist halt, also das Bronzezeug ist halt echt gut. Oh, guck mal hier. Das müsste eigentlich One-Hit sein. Mittlerweile dann. Ja, ist es auch. Man muss es nur treffen. So, und hier immer, ja gut, trotzdem immer geradeaus, da nach unten. Hier müsste dann irgendwo Bronze mitliegen. Notfalls können wir natürlich auch nochmal Kupfer mitnehmen. Bräuchte eine Himbeere. Himbeerchen würde ich nie nein sagen. Da ist doch welche. Ich glaube, eine reicht aber sogar. Muss uns das Inventar jetzt nicht zumüllen. Mittlerweile in komplett blau unterwegs. So, und jetzt brauchen wir Zinn. Dunkelwald, Wasserbereich. Ist das wieder auch... Ich denke ja immer auch, da ist Kupfer. Das ist auch nur Wasser, was da am Felsen glänzt. Oh, guck mal, na gut, Feuersteine brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Bronzepfeile, natürlich auch eine schöne Nummer. Ach komm, hau doch zu. Ach, keine Ausdauer. Doch. Wenn es mir schon in die Arme springt, nehmen wir es natürlich mit. Das hier ist leider alles Gras. Grasbiom, wo wir gerade sind. Wir brauchen... hier ist überall nur Gras. Gras, 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 Gras. Das ist alles Grasbiom. Grasland. Ah, da fängt Ding an. Dunkelwald. Oh, guck mal, noch ein Schweinchen. Oh, zwei sogar. Ja, holla. Also, der Unterschied ist tatsächlich krass von den Waffen. Das merkst du gewaltig. So, hier könnte jetzt dann schon Zinn liegen. Das ist jetzt Dunkelwald. So, Zinn, Zinn, Zinn. Oh. Hä? Achso, keine Ausdauer. Hm, hier ist nochmal Kupfer. Und da ist mein Zinnvorkommen.
Okay, der kostet mich wieder ordentlich Pfeile. Aber wir kriegen auch wieder Trollleder. Könntest du etwas zu essen vertragen? Mach Sachen. Sind gerade beschäftigt. Naja, halten ganz schön viel aus, die. Oh, jetzt ist er wieder schnell. Wir haben keine Ausdauer. Wir ziehen halt nur 16 gerade ab. 31, ich habe sogar gezählt. Wir haben eine komische Hitbox. Das war nichts. Das auch nicht. Okay, so ein Stein haut aber. Haut aber gut zu. So, okay, wir haben alle Feuerpfeile verbraucht. Das waren schon die normalen Pfeile. Ich habe den gar nicht gesehen. So, gibt wieder gut Trollleder. 5 Stück normalerweise. Keine Trophäe, schade. Guck mal, hier sind Blaubeeren. Die nehmen wir auch mal mit. Ah, doch, Trolltrophäe tatsächlich eine bekommen. Sehr schön. Hier hat er einen Baum zerlegt. Holz. Wäre interessant gewesen, ob man von ihm dann Edelholz irgendwie auch bekommen kann. Wenn er eine Birke beispielsweise zerlegt mit seinem Steinchen. So, hier war Zinn. Das habe ich auch noch gesehen im Kampf. Oh, die Folge ist allerdings zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Valheim. Ciao, ciao. Macht das gut. Und dann legen wir uns mit dem nächsten Roll an, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.